Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Moment habe ich lange gewartet, diesen Gong einmal selbst betätigen zu dürfen. Ich will Sie bitten, wieder in den Plenarsaal zu kommen, Ihre Plätze einzunehmen und will Ihnen gerne bekannt geben. Ah, es dauert doch noch ein paar Sekündchen, bis das Ergebnis da ist, aber ich gucke mal so ins Halbrund, wie ich gelernt habe, in den Plenarteller, ob auch alle dann anwesend sind zur Verkündung des Ergebnisses der 6 Wahlen. Es sind ja 6 Wahlen insgesamt gewesen. Ich werde dann gleich die Wahlniederschriften einzeln verlesen. Und wir warten mit Spannung, bis das Ergebnis der Wahlniederschrift da ist. Aber es kommt. Es geht nur noch um wenige Buchstaben. Und die Spannung steigt ein bisschen. Vielleicht auch ein dramaturgischer Effekt einer solchen Situation, dass man auf ein Wahlergebnis wartet. Hochrechnungen haben wir noch keine. Können wir noch nicht dienen mit. Prognosen gibt es auch noch keine. Ich kann nur warten, bis es ein Endergebnis gibt. Ja, ja, das, ja. Also, das ist ja genau der Zuruf des Abgeordneten Schäfer-Gümbel. Ist ja natürlich nicht falsch. Wir machen das hier sehr genau, denn wir schätzen Ergebnisse nicht, sondern wir zählen Ergebnisse aus. Und darauf lege ich als Frankfurter Präsident großen Wert. Mal schauen, welche Auswirkungen das auf das Ergebnis in meinem Wahlkreis in 5 Jahren haben wird, diese Bemerkung. Ja. Es ist... Also sollte es zu einem weiteren Wahlgang kommen, werde ich nicht mehr gongen und so schnell das Wort ergreifen, das verspreche ich Ihnen, sondern ich lasse ein bisschen Zeit zwischen dem Gong und dem ersten Wort. Aber Sie sehen, jeder muss die Dinge üben und so werden wir mehr und mehr Routine entwickeln. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich die beiden Schriftführer habe, denn die helfen mir sehr, diesen Apparat hier zu bedienen. Das ist ein digitales Geheimnis und auch daran werde ich mich mit der Zeit gewöhnen. Aber deswegen ist es gut, dass die beiden mir dabei sehr behilflich sind. Ja, Digital Natives. So. Gibt mir jemand einen kleinen Hinweis, ob es sich um Minuten, Sekunden... Ah, liebe Frau Strauß-Zielbauer, damit kann ich Ihnen nunmehr das Ergebnis der 6 Wahlen, wie gesagt, bekannt geben. Ich komme zur Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtages, Zahl der Anwesenden und Stimmberechtigten Abgeordneten. Es geht um den ersten Wahlvorschlag Frank Lorz, Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Und auf den Vorschlag Frank Lorz entfielen 135 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme, 0 Enthaltungen. Lieber Herr Kollege Lorz, ich darf feststellen, damit ist der Abgeordnete Frank Lorz in geheimer Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode gewählt. Und ich frage Sie, Herr Abgeordneter Lorz, nehmen Sie Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages an? Ich bedanke mich und will im Namen des gesamten Hessischen Landtags
beglückwünschen. Ich wünsche zu dieser Wahl viel Erfolg und insbesondere auf gute Zusammenarbeit, lieber Herr Kollege Lorz. Damit kommen wir zum weiteren Vorschlag betreffend die Abgeordnete Karin Müller. Zahl der anwesenden stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, 0 ungültige Stimmzettel. Auf den Wahlvorschlag Karin Müller-Kassel entfielen 119 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen. Damit ist die Abgeordnete Karin Müller zur Vizepräsidentin des Hessischen Landtages der 20. Wahlperiode gewählt. Und ich frage Sie, liebe Kollegin Müller, Ich frage Sie, liebe Kollegin Müller, nehmen Sie die Wahl an? Das freut mich. Ich wünsche Glück und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, damit kommen wir zum nächsten Wahlvorschlag betreffend die Abgeordnete Heike Hofmann-Weiterstadt. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen insoweit 0. Auf den Vorschlag Heike Hofmann-Weiterstadt entfielen 125 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, damit ist die Abgeordnete Hofmann gewählt zur Vizepräsidentin des Hessischen Landtages der 20. Wahlperiode. Liebe Kollegin Hofmann, ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an? Das freut mich sehr. Ich sage Glückwunsch und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, damit kommen wir zum Wahlvorschlag betreffend den Abgeordneten Bernd Erich Vohl. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 131, Zahl der gültigen Stimmzettel 131, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Bernd Erich Vohl entfielen 27 Ja-Stimmen, 101 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Damit hat der Abgeordnete Bernd Erich Vohl nicht die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages erhalten. Ich komme zum Wahlvorschlag betreffend den Abgeordneten Dr. Jörg-Uwe Hahn. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136, Zahl der ungültigen Stimmzettel 136. Das wäre ja mal ein Ereignis. Also, Zahl der ungültigen Stimmzettel ist natürlich 0. Hätte mir auffallen können, dass das nicht stimmt. Deswegen danke für den Hinweis. 0. Wir wollen hier nicht die Sitten verwahrlosen lassen, Herr Kollege Rudolph. Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Dr. Jörg-Uwe Hahn entfielen 132 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltung. Lieber Herr Kollege Hahn, ich stelle fest, Sie sind zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages gewählt. Und ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit. Ich sage auf gute bewährte Zusammenarbeit. Damit kommen wir auf den. Ach so, hat er die? Ja. Habe ich Sie? Doch, hat er doch. Herr Abgeordneter, habe ich Sie gefragt, ob Sie die Wahl annehmen? So, wunderbar. Der Direktor hat mich ein bisschen verunsichert. So, wir kommen auf den Wahlvorschlag betreffend den
Abgeordneten Dr. Ulrich Wilken, Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 131, Zahl der gültigen Stimmzettel 131, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Dr. Ulrich Wilken entfielen 72 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 77 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 4 Stimmenthaltungen. Herr Dr. Wilken, ich stelle damit fest, Herr Dr. Wilken ist zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages gewählt worden. Ich frage Sie, lieber Herr Dr. Wilken, nehmen Sie die Wahl an? Ich sage Glückwunsch und freue mich auf die Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, es sind 5 von 6 Wahlvorschlägen gewählt worden. Da der Abgeordnete Vohl die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses nicht erhalten hat, frage ich nach, ob ein zweiter Wahlgang gewünscht ist. Bitte schön, Herr Lambrou, Sie haben das Wort. Wir beantragen einen zweiten Wahlgang und nominieren Bernd Erich Vohl. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lambrou. Auch für diesen Wahlgang ist nach unserer Geschäftsordnung, nach § 9 Absatz 1, die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtages erforderlich aus. Ich frage trotzdem, gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass auch hier geheime Wahl gewünscht ist. Mir wird zugenickt. Das Prozedere gleicht dem ersten Wahlgang. Und insoweit darf ich Sie bitten, nun wieder dem Namensaufruf der Schriftführer zu folgen. Die Wahlhandlung ist eröffnet. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Ich muss das leider unterbrechen. Es ist viel zu viel Unruhe im Plenarsaal. Wir können so eine Wahl nicht durchführen. Es muss ruhiger werden, es muss konzentrierter werden. Wir können bei diesem Tumult keine Wahl durchführen. Deswegen bitte ich Sie, jetzt ein bisschen konzentrierter auf die Wahl, der Wahl zu folgen. Bitte, Sie haben weiter das Wort. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet. Guten Tag. Jetzt könnte auch mal die Glocke zum Einsatz kommen. Wir machen, glaube ich, eine kleine Pause. Ach so, bis signalisiert wird, dass es weitergehen soll. Aus deutschen Parlamenten kennt man das nicht, aber aus anderen Ländern freuen sich ja wirklich Abgeordnete. Also gemügelt auf meine Antwort. Es geht weiter mit Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach,
Angela Dorn, Tobias Eckert. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gahr, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach. Wir fahren fort mit Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hofmann und Markus Hofmann.
Weiter geht es mit Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Björn Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou. Wir fahren fort mit Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller. Es geht weiter mit Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Volker Richter, René Rock. Wir fahren fort mit Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer,
Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schardt-Sauer, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheusch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt und Heiko Scholz. Ich fahre fort. Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner. Wir fahren fort mit Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Boris Rhein, Felix Martin und Lukas Schauder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage, ob jeder die Gelegenheit... Nein, noch nicht. Hat jeder jetzt die Gelegenheit gehabt, seinen Stimmzettel abzugeben? Gibt es noch jemanden im Saal, der nicht die Gelegenheit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen und ich bitte, die Stimmen auszuzählen.